Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei The Long Dark in einer neuen Aufnahmesession. Und ich bin auf eure Kommentare eingegangen, beziehungsweise ich habe sie vernommen und ich habe etwas übersehen. Vielen Dank nochmal für den Hinweis. Ich habe keinen Streichholz dabei. Willst du mich jetzt? Ich habe doch. Achso, ist ja nicht mehr auf M. Ich habe vergessen. Ich bin noch nach den alten Methoden gegangen. Hier haben wir den schweren Hammer. Ein Hammer zur Metallverarbeitung. Und hier haben wir die Bügelsäge. Jawohl. Endlich haben wir sie. Vielen Dank für den Hinweis. Ich war wirklich so blind. Man achtet immer auf die Dinge, die am meisten versteckt sind. Und die offensichtlichen Dinge übersieht man sowas von. Also das Talent habe ich. Jetzt können wir hier auch mit der Bügelsäge auseinandernehmen. Oh, habe ich genug zu essen, zu trinken dabei? Hier haben wir jetzt Metallschrott. Ja, wir haben noch was. Dann können wir auch ein bisschen hier auseinandernehmen, oder? Ich meine, dann haben wir jetzt hier noch mehr als genug zu tun. Die Lampe ist ganz... Komme ich hier rum? Die ist kaputt. Die können wir auseinandernehmen. Oh Mann, da haben wir jetzt eine Menge zu tun. Wir müssen auch noch die Pfeilspitze machen, solange wir uns noch hier in diesem Gebiet aufhalten. Weil die kann man ja jetzt nur noch an diesem Feuer, an diesem Ofen herstellen. Ist ja nicht mehr so, dass man die mal eben an der Werkbank machen kann. Ach, das Metallregal. 3 Stunden. Boah. Ich glaube, da müssen wir aber vorher erstmal was essen und trinken, ne? Ja, würde ich mal behaupten. Na gut, dann legen wir mal los. Erdnussbutter gönnen wir uns auch. Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn ich die jetzt reparieren möchte? Ja, da brauchen wir nur das Werkzeug und Metallschrott. Ist ja nicht so tragisch, eigentlich. Allein schon hierdurch haben wir 6-mal Metallschrott bekommen. Nur das Blöde ist, ich sehe halt gerade gar nichts. Das ist wirklich doof. Die Axt können wir auch nochmal kaputt machen. Hier durch das Holz. Ja, tut mir leid, wenn der ein oder andere jetzt hier nicht groß was sehen kann. Meine Fackel ist leider leer. Oder weißt du was, wir machen es anders. Wir haben ja keinen Stress, wir haben ja keinen Zeitstress. Wir machen es so, wir gehen jetzt mal zum Leuchtturm zurück. Holen uns die nötigen Sachen, die wir brauchen. Das können wir ja ruhig hier trocknen lassen. Ist ja jetzt Quatsch, das mitzunehmen und extra hinten trocknen zu lassen. Wie gesagt, wir haben ja jetzt keinen Stress. Ich nehme mal so die Sachen mit, dass ich die 35 Kilo erreiche. Was mit dem Gewehr ziemlich schnell geht. Komm, nehmen wir es so mit. Geht noch mit dem Tempo. Wir könnten auch noch rennen. Gut. Neue Aufnahmesession. Neues Glück. Ich muss mich erstmal wieder einfinden. Mit Steuerung. Mit dem Bogenschießen. Unter anderem. Das übliche Problem. Genauso wie das mit dem Sprechen. Ist auch so ein Problem bei mir. Manchmal habe ich da einfach einen Knoten in der Zunge. Den Spinn können wir nicht kaputt machen, genauso wie das. Gut, nicht übermütig werden, extrem. Wir nehmen den Bogen in die Hand. Ich dachte gerade, ich hätte etwas gehört. Kohle haben wir jetzt gar nicht dabei, ne? Ne, weil mit der Kohle könnten wir jetzt schon den Ofen bedienen. Vielleicht machen wir das auch als nächstes. Gut, keine Verletzung zugezogen. Hier hatte ich, glaube ich, schon mal geschaut. In den Boden. Ich habe erst im Nachhinein gemerkt, dass man in den Boden etwas finden kann. Nein, hatte ich nicht. Erste-Hilfe-Kasten, Schokoriegel, Verband und nichts. Gut. Jetzt habe ich aber nachgesehen. Ich schaue noch mal ein bisschen genauer hier nach.
Weil ich möchte dann ja doch nichts übersehen. Was ist das denn? Ich dachte gerade, ich komme hier nicht mehr raus. Ach, das ist nur das Holzstück von dort. Gut, dann gehen wir mal zurück zum Leuchtturm, bringen mal ein bisschen Zeug weg. Und dann ist die Frage, was machen wir als nächstes? Nehmen wir Brennmaterial mit, um erstmal ein bisschen Pfeilspitzen zu machen, oder machen wir die Verarbeitungsfabrik komplett fertig? Ich würde ja eher dazu tendieren, dass wir die Verarbeitungsfabrik und die Gebäude drumherum komplett fertig machen. Dass wir da ein für alle Mal durch sind. Ist natürlich viel Arbeit. Ich gucke gleich mal, dass wir erstmal unsere Bügelsäge reparieren. Dass wir die dazugehörigen Dinge mitnehmen, die wir brauchen. Zum Beispiel Äxte. Ja, und Essen, Trinken ist eigentlich die Hauptsache. Wie immer Essen und Trinken. Ja, ich freue mich. Lang ist es her, die letzte Aufnahmesession. Während ihr diese Folge jetzt seht, da hatte ich gerade nur noch eine auf Lager, also die für euch dann vorgestern kam. Hab mir ein bisschen Zeit gelassen, um erstens auf eure Kommentare eingehen zu können und um auch mal ein bisschen das Gebiet auf mich nochmal wirken zu lassen in dieser jetzigen Aufnahmesession. Denn ich habe vor, jetzt in dieser Aufnahmesession das Gebiet hier abzuschließen. Klar, die Feinheiten, die Verarbeitungsfabrik, Werft und alles drumherum, die Pfeilspitzen herzustellen, all das, was wir brauchen. Und dann werden wir diesen Ort sehr wahrscheinlich für immer verlassen. Außer er taucht nochmal in Story-Modus auf. Weil, wie ich bereits erwähnt hatte, schon öfters ist das ja die letzte Staffel von The Long Dark im Sandbox-Modus. Ende des Jahres ist ja nicht mehr lange hin. Ist ja nur noch jetzt, ja, November ist er jetzt. Steht vor der Tür. Dann ist er schon wiederum Dezember. Und vor 8 Monaten habe ich diese Staffel hier angefangen. Überleg mal zurück, 8 Monate spiele ich jetzt schon The Long Dark. Es sind jetzt über 100 Folgen geworden. Ja, ich habe keine Spezialfolge gemacht zu Folge 100. Aber auch aus dem Grund, es ist ja nicht vorbei. Es läuft ja ganz normal weiter. Von daher habe ich kein Spezial gemacht. Ich hoffe, ihr nehmt es da nicht so krumm. Aber so besonders finde ich das jetzt auch nicht. Wenn ich bedenke, ich bin jetzt bei Fallout 3 auch schon bei Folge 130, 140, irgendwie so in den Dreh. Man kann ja quasi sagen, The Long Dark ist endlos, aber wieder, also als Let's Player ist das endlos. Für euch sicherlich nicht. Wenn man da 5, 6 Tage, 7 Tage oder so mal zockt, intensiv, dann hat man ja auch die Gebiete abgeklappert und irgendwann hat man nichts mehr zu essen. Irgendwann hat man keine Pfeile mehr. Metallschrott ist weg. Was macht man dann? Kaninchenfallen bringt auch nicht immer was. Und wie gesagt, irgendwann ist mal alles hinüber. Und dann fängt das nackte Überleben an. Mittlerweile ist das einfacher durch das improvisierte Messer und durch die improvisierte Axt, die man jetzt auch noch craften kann beim Ofen. Aber mittlerweile bin ich sogar auch an dem Punkt angekommen, dass ich halt sagen kann, gut, wir haben nur noch, man sieht ja echt gar nichts. Wir haben nur noch das idyllische Tal und das müssen wir nur noch zur Hälfte machen, mehr oder weniger. Und dann sind wir fertig. Da ist halt das Problem. Aber gut, da kann ich jetzt noch lange philosophieren, wie ich möchte. Es ist ja noch lange hin bis dahin. Also wir haben noch genug zu tun. Da muss ich mir eigentlich überhaupt gar keine Gedanken machen. Metall. Mist. Ich wollte eigentlich noch den Werkzeugkasten mitnehmen. Nehmen wir mal mit. Dann schauen wir mal eben drüber. Bügelsäge reparieren 45 Minuten. So, die ist jetzt bei 95%. Damit kann ich definitiv leben. So, Bartfläche auch noch da rein. Holz nicht.
wie gesagt, neu orientieren, neue Aufnahmesession. Deswegen bin ich anfangs immer ein bisschen verwirrt. Man spielt hier auch Dutzende Spiele in der Zwischenzeit. Und ich habe da ja so ein paar Survival Games bei mir am Kanal. Und das dann bei allen Spielen hat die Tastenbelegung anders und allgemein das Ziele mit dem Bogen beispielsweise anders. Nein, ich wollte Verbandszeug hier reintun. So, Antiseptikum kann auch weg. Das behalten wir soweit, das ist gut. Kleidung ist auch noch okay. Essen müssen wir definitiv noch austauschen. Die Brechstange, Dosenöffner brauchen wir eigentlich auch nicht. Gut, dann gehe ich mal nach oben und schaue mal nach dem ganzen Werkzeugkrams. Ich würde mal sagen, das ist jetzt mal unser Vorhaben. Ach, das Metallregal, das könnte ich. Komm, was soll's. Was soll's? Dann haben wir es direkt gemacht. Ohne langen Hin und Her. Genauso wie das können wir auch direkt mal kaputt machen. Ah, das Beil ist jetzt dadurch auch kaputt gegangen. Das zer. Warte mal. Man kann es ja eh nur noch zerlegen, ne? Wenn es kaputt ist, kann man es nur noch zerlegen. Man könnte es gar nicht mehr reparieren. So, jetzt gucken wir aber erstmal hier rein. Ich hoffe, ich habe noch eine Axt. Das ist nicht dein Ernst, oder? Extreme. Das ist nicht dein Ernst. Ich habe keine Axt mehr hier. Gut. Ja, also wir haben definitiv noch Äxte, aber halt jetzt nicht hier in diesem Gebiet. Das ist jetzt natürlich sehr ärgerlich. Dumm von mir und ärgerlich sowieso. So, Brechstangen. Wir machen jetzt mal Brechstangen kaputt. Und zwar die alle. Dosenöffner machen wir auch kaputt. Lampen. Ja, die haben alle noch genügend drinnen. Also Lampenöl. Wir füllen mal unsere Lampe auf. Auffüllen. So. Das ärgert mich jetzt mit der Axt. Schmiedehammer lege ich mal ab. Genauso wie das Gewehr, das brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr. Ach, der Schrank ist voll. Mist. Na komm schon. Der Schrank ist voll. Habe ich noch irgendwas, was ich sagen kann? So brauchen wir dann doch nicht. Wir haben eine Menge Fackelkram. Gut, ich zerlege jetzt erstmal das, was ich habe, bevor ich hier wieder 10.000 verschiedene andere Dinge mache. Aber dafür esse ich jetzt erstmal was. Ist jetzt erstmal wichtiger. Dann können wir in Ruhe auch die Sachen kaputt machen. Keine Axt mehr. Wie ärgerlich. Ich hätte, bevor ich diese doofe Kiste vor dem Schrank kaputt gemacht habe, hätte ich lieber mal schauen sollen. Aber gut. Ich könnte das jetzt neu laden. Ich könnte, mache ich aber nicht. Weil ganz einfach, das gehört dazu. Das ist Survival. Und ich habe es halt verhauen und muss mit den Konsequenzen leben. Ganz einfach. Bin da knallhart. Ist es halt mal so. Dummheit muss halt bestraft werden. So, dann machen wir die ganzen mal klein. Brauchen wir sowieso nicht alle. Ich meine, in Coastal Highway haben wir auch noch Brechstangen. Zumal, wie ich auch gelesen habe, denn wenn die klein, ach, wenn die klein, wenn die nicht in so einem guten Zustand sind, die Brechstangen, und man bricht jetzt ein Auto auf und das geht dabei kaputt beim Aufbrechen, kann man das Auto zum Beispiel nie wieder öffnen. Wusste ich auch nicht, aber sollte man drüber nachdenken. Und ich bin ja immer fast mit so fast kaputten Dingern rumgerannt.
Ist natürlich unschön, wenn das passiert. So, Messer haben wir dabei. Brecheisen brauchen wir jetzt momentan gar nicht mitnehmen. Gewehre, ja, da sind noch 4 Schuss drin. Ansonsten könnten wir eigentlich auch mal 2 Stück kaputt machen. Weil wozu so viele? Aber gut, kann man dann noch machen. Ist jetzt halb so tragisch. Essen, trinken. Essen, trinken, ja. Ich habe den Bogen noch in der Hand mal weggepackt. Auch wenn man jetzt gerade nichts sieht. Sorry. Ich mache jetzt ja das eben mit der Hand klein. Ich habe ja jetzt keine Alternative mehr, da ich Depp die Axt kaputt gehen lassen habe. Naja. Passiert, passiert. So, jetzt können wir hier runtergehen. Wir sind überladen, weil wir so erschöpft sind auch, ne? Ja. Ich würde mal sagen, dann legen wir uns ins Bett. Wir müssen noch mal Essen und Trinken von unten holen. Weil Hunger und Durst noch zu hoch sind. Durst ist fast gar nicht gestillt. Können wir auch mal eben ein bisschen Krams ablegen. Und zwar haben wir hier unsere Feuerkram-Schublade. Legen wir die Streichhölzer ab. Dann können wir dazu das ablegen. Ein bisschen was davon. Alles passt da never rein. Alles voll so langsam, ne? Das ist jetzt doof. Gut, aber vielleicht müssen wir auch nochmal Feuer machen. Je nachdem, wie viel Essen und Trinken wir noch haben. Ja, weil das ist nämlich nicht gerade besonders viel. Absolut nicht. Ach, Kochzeug ist ja da unten. Ich sollte mich auch an meine eigene Ordnung halten. So, Metallschrott können wir noch wegpacken. Das ärgert mich jetzt echt mit der Axt, aber ist halt so. Kann man jetzt nicht mehr ändern. Passiert ist passiert. So, nochmal satt gegessen, nochmal einen ordentlichen Schluck trinken. Und dann ruhen wir uns mal aus. Und dann am besten auch direkt mal 8 Stunden. Dann kann der arme Kerl sich mal ein bisschen erholen jetzt hier nach den Strapazen. Er ärgert sich bestimmt auch wegen der Axt. Essen wir uns nochmal satt, trinken nochmal was. So, dann schauen wir nochmal den Zustand an. Ja, gut, 3 Stunden. Ich würde sagen, ich koche noch etwas. Aber apropos kochen, ich koche noch etwas, sage ich da so einfach in meinem jugendlichen Na Leichtsinn hier. Aber es ist leer, wir haben gar nichts mehr zu essen drin. Das bedeutet, Xtreme muss wieder auf die Jagd gehen. Das ist unschön. Das hatte ich jetzt ganz gar nicht beachtet. Jetzt noch ärgerlicher. Ich muss das Holz leider auch mit da reinpacken. Ich habe gar kein Zünderbündel dabei, ne? Fällt mir gerade auch mal so auf. Was habe ich denn hier in letzter Zeit gemacht? Da ist doch eine Axt. Och, bin ich doof. Oh Mann. Gut. Ich verarsche mich die ganze Zeit selbst. Das ist das neue Aufnahmesession. Ich weiß schon nicht mehr, wo ich hier irgendetwas gelagert habe. Ich habe noch eine Axt. Alles ist gut. Kann aufhören, mich selbst zu hassen. Aber wir haben definitiv kein Essen mehr. Das ist das Problem. Das bedeutet, wir müssen auf die Jagd gehen. Wir haben, nee, 3 Pfeile. Ich muss dann doch wiederum die Knarre mitnehmen.
Denn ich nehme alles mit, was ich mitnehmen kann. Wenn uns ein Bär vor die Flinte kommt, dann kommt uns ein Bär vor die Flinte. Und der wird dann auf die Pfanne gelegt. Ja, ich würde sagen... Oh Mann, bin ich blind, ey. Ich würde sagen, wir sind jetzt erstmal am Ende einer Folge. Hier von The Long Dark. Wenn euch diese Folge mit meinen chaotischen und dämlichen Hin und Her gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Seid doch beim nächsten Mal wieder dabei. Nämlich übermorgen, wenn wir uns dann auf die Jagd machen nach Wölfen, nach Bären oder nach Kaninchen. Wie auch immer, schaltet ein. Seid dabei und bis dahin.